Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Kai Möller. Ich bin der Chef hier von Destillatio. Und hier drin ist unsere Ausstellung. Die wollte ich Ihnen heute mal zeigen, ganz kurz. Kommen Sie einfach mal mit rein. Hier geht es in die Ausstellung. Sie können schon sehen, hier steht einiges an schönen Destillieranlagen drin. Ich wechsle mal meine Hand auf diese Seite, dann kann ich mich hier besser drehen und Ihnen das zeigen. Ich wollte eigentlich mit Ihnen an die Aromabar hier vorne kommen. Da habe ich nämlich heute Morgen ein kleines bisschen verschiedene Destillieranlagen aufgebaut. Und ich denke, das ist ganz interessant, wenn ich Ihnen das mal zeige. So, und zwar haben wir ja zum Beispiel, das können Sie bestimmt gleich sehen hier, einmal, wo ist er hin? da habe ich hinten dran eine 10 Liter Whisky-Destillieranlage. Und in der 10 Liter Größe dürften Sie die auch privat kaufen, aber Sie dürften sie nicht für einen Whisky benutzen. Der Unterschied ist ganz wichtig. Sie dürfen Destillieranlagen auch privat in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich für jeden beliebigen, in jeder beliebigen Größe kaufen, aber nicht für jeden beliebigen Zweck. In dem Moment, wo Sie sagen, Sie wollen Alkohol brennen, wird das Ganze Ihnen dann verboten. Wenn Sie aber ätherische Öle herstellen möchten, für Parfüms oder Aromatherapie oder Hydrolate, Pflanzenwasser, Aromen, das ist alles erlaubt, das dürfen Sie. In Österreich dürfen Sie sogar Geiste herstellen mit einem gekauften Alkohol. Also wenn Sie in Österreich wohnen, wirklich, das ist toll, weil Sie in Österreich mehr dürfen als in Deutschland. Sie dürfen auch in Österreich die 2-Liter Anlagengröße freikaufen. Was größer geht, muss auch angemeldet werden. Das ist überall gleich in Deutschland, Schweiz und in Österreich. Aber in Österreich dürfen Sie mit einem gekauften Alkohol dann einen Geist herstellen oder einen Gin machen. Und das ist schön. Da haben Sie einen kleinen Vorteil. In der Schweiz dürfen Sie dafür 3-Liter Anlagen benutzen, aber nur für ätherische Öle und nicht für Alkohol. Und in Deutschland ist es eine 2-Liter Grenze und auch nur für ätherische Öle und ohne Alkohol. Jetzt zeige ich es Ihnen nochmal. Wir haben auch zum Beispiel hier die Easy Moonshine. Das ist jetzt eine 20-Liter Größe. Die dürften wir Ihnen verkaufen privat, wenn Sie damit ätherische Öle herstellen wollen. Und wenn Sie gar nicht erst mit dem Zoll reden möchten, sondern einfach nur so irgendwas kaufen wollen, dann haben wir das für Sie erkämpft. Wir haben die 2-Liter Größe, die dürfen Sie legal und ohne anzumelden einfach bei uns bestellen und kaufen. Das ist kein Problem. Und das Gleiche bei der Whisky-Destille. Hinten dran steht die 10 Liter. Die 2 Liter haben wir extra angefertigt. Die ist komplett legal, die dürfen Sie kaufen, ohne irgendwem irgendwas erzählen zu müssen. Damit dürfen Sie dann Rosenwasser destillieren oder Lavendel oder was Ihnen einfällt zu Hause, außer Alkohol. Und die haben wir auch nochmal in der 0,5 Liter Größe, weil vor 2018 durften wir nur in der 0,5 Liter Größe an Privatleute abgeben und verkaufen. Und seit 2018 ist die 2 Liter Größe komplett legal und erlaubt. Die dürfen wir meldefrei an jeden abgeben, der hier reinkommt oder online bei uns bestellt. Das ist kein Problem. Sie dürfen halt nur kein Alkohol damit destillieren. Aber wenn Sie so eine 2-Liter Anlage kaufen, dann weiß keiner, was Sie damit machen. Und die Entscheidung, was Sie damit machen oder wo Sie damit hinfahren, wo das dann erlaubt ist, was anderes zu brennen, die liegt komplett bei Ihnen. Wir verkaufen Destillieranlagen für ätherische Öle und haben da auch eine Menge Modelle, die wirklich genau dafür gebaut worden sind. Zum Beispiel auch diese Kolonnenbrennerei, die ist sehr, sehr vielseitig. Hinten dran steht die wieder in der 10-Liter Größe. Da haben wir die 2-Liter Größe und die 0,5, nur im Größenvergleich. Das ist schön, die so zu sehen. Und Sie müssen wissen, bis zu 2 Liter dürfen Sie alle Destillieranlagen einfach so kaufen und dann für ätherische Öle benutzen. Und wenn sie größer wird, die 10 Liter, die dürfen Sie auch kaufen, müssen dann aber einen Brief an Zoll schreiben, wo drinnen steht, wo die Destille steht, was Sie damit machen und wer Sie überhaupt sind. Und dann ist das Ganze erlaubt. Und das war es, was ich Ihnen mitteilen wollte. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie am besten zu uns in die Ausstellung. Wir haben hier wirklich alle Destillieranlagen zum Zeigen und zum Vorführen. Ich zeige es jetzt auch nochmal hier. Wenn Sie gewerblich brennen zum Beispiel, haben wir große Destillieranlagen. Wir haben auch spezielle Destillieranlagen und können die zusammenbauen, wie immer Sie das möchten. Bis zu 1000 Liter, wenn Sie wollen. Und hier haben wir ein extra Zimmer. Das ist ein ganzes Zimmer, ein ganzer Raum, nur für die Haus- und Hobbybrennereien, die Sie einfach so mitnehmen dürften. Ich drehe mich jetzt mal um, dann können Sie die Regale sehen. Jede Destillieranlage, die hier drin steht, ist unter 2 Liter und die dürften Sie komplett einfach so bei uns abholen oder online bestellen bei www.destillatio.com. Ja, das war's, was ich zeigen wollte. Ich hoffe, Sie haben noch einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Destillieren und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.